Liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir nun zur letzten Ehrung bei den Staatsehrenpreisträgern und zu einem Gast, der am 31. Dezember drei Kreuze machen wird, dass dieses Jahr endlich vorüber ist. Der Mann, von dem ich spreche, ist Dr. Patrick Staub und er ist der Geschäftsführer der Bergstreser Winzer AG. Die Winzergenossenschaft hat es in diesem Frühling gleich doppelt hart getroffen. Erst kam der Lockdown und dann am 30. März das Feuer. Gebrannt hat zum Glück nur der Dachstuhl des Universums in Heppenheim. Doch der Schaden war immens und deshalb konnte die Winothek bis heute leider nicht wieder eröffnet werden. Ob es wie geplant zum Jahresende klappt oder erst im Januar, steht derzeit noch in den Sternen. Aber das verspreche ich Ihnen, ab jetzt kommen wirklich nur noch gute Nachrichten. Der Verkauf geht trotz allem schon seit vielen Monaten weiter. Die Menschen der Winzergenossenschaft sind einfach noch enger zusammengerückt, haben sich Mut gemacht, haben alle mit angepackt und kurzerhand die alten Verkaufsräume ein paar Meter hinter dem Universum reaktiviert. Wenn Ihnen, liebes Publikum, in nächster Zeit mal wieder die Decke auf den Kopf fällt, besorgen Sie sich dort doch einfach das Weinpaket. Wein und Stein, damit Sie inklusive Gläser und sogar einem Rucksack bestens für eine Winterwanderung auf dem gleichnamigen Weinerlebnispfad an der Bergstraße gerüstet sind. Weinbautechnisch hat es das Jahr glücklicherweise gut mit den rund 380 Mitgliedsbetrieben gemeint. Die Winzer erzeugen auf rund 260 Hektar, ein Teil davon liegt übrigens schon auf der Gemarkung der badischen Seite. Eine unglaubliche Vielfalt. Es gibt wahnsinnig viele aufregende Weine zu entdecken, zum Beispiel den roten Riesling, Souvenir Gris, fast schon südländisch anmutende Rotwein, harmonische Cuvées, zweifach selektierte Premiumweine, ganz zu schweigen von den Experimenten mit Neuzüchtungen, denen die Bergstreser Winzer sich gerne mal widmen. Bei Patrick Staub und seinen Kellermeistern gibt es da zum Glück kein Limit. Sie sind für jede Idee zu haben. Und diese Offenheit, diese Lust am Neuen, die sich auch wieder so eine Eigenschaft, die die Bergstreser Winzer auszeichnet. 21 Gold- und 16 Silbermedaillen nehmen Sie in diesem Jahr mit nach Hause. Wir drücken die Daumen für die Wiedereröffnung. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Staatsehrenpreis für die Bergstreser Winzer AG.